Trick ist auch, dass es einfach ist. Aber es geht. Ja, ich bin hier unterwegs in meinem Single Pointer, sieht man hier am Lenkrad. Und was ich halt sehe, ist hier die Kontrolllampe für den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter. Kompliziertes Wort. Die brennt jetzt schon ein paar Tage. Manchmal flackert es ein bisschen. Da ist der Verdacht jetzt da, dass die Bremsflüssigkeit fehlt. Das Auto hat ja lange gestanden. Ich habe allerdings im Bereich der Bremse eine kleine Inspektion gemacht. Es war auch genügend drauf. Es ist auch alles freigängig, sodass ich auch jetzt keinen Bremsbelag schnell abnutzen konnte und damit dann der Flüssigkeitsstand absinkt. Das müssen wir jetzt mal näher begutachten. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass der Motor relativ ruhig läuft. Hier ist ganz offensichtlich reichlich drin. Der Schwimmer ist oben. Ist nichts undicht, die Schläuche sind trocken. Also an der fehlenden Flüssigkeit liegt schon mal nicht. Ne, da ist genug drin. Kurzschluss gibt es hier auch keinen. Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus. Das hier drin ist eine, wie ein kleiner Schalter, wie eine Kontaktplatte. Wenn der Schwimmer oben ist, weil der Behälter voll ist, ist der Kontakt geöffnet zwischen diesen beiden Anschlüssen, und wenn die Flüssigkeit absinkt, sinkt der Schwimmer ab und die Kontaktplatte schließt sich hier in den Stromkreis ein. Das kann man auch überprüfen, das macht der TÜV zum Beispiel, indem man hier auf diesen kleinen Pipus drückt, den Schwimmer praktisch dann auf Tauchstation schickt, und dann muss ja drinnen der Kontakt gedrückt werden. Kann man praktisch mit dem langen Arm hier runter drücken im Motorraum von links her und gleichzeitig drinnen gucken, ob die Kontrolllampe angeht. Kann man überprüfen. So, jetzt müssen wir hier reinschauen, was da nun ist. Und da haben wir hier und hier solche kleinen Nasen, die drücken wir ein bisschen rein und leicht nach unten. Aufpassen, das fällt gleich auseinander. So, hier ist schon. Kann man das wegnehmen, bei den alten Systemen. Das ist dieses Teil zum Runterdrücken. Wir haben ja schon den Fehler. Also normalerweise ist ja an dem Schwimmer dieser Stab dran und diese Kontaktplatte ist immer oben, weil es ja hier einen und da noch einen so einen Sicherungsring gibt. Und der zweite Sicherungsring, hallo, wo ist er hin? Da unten. Sowas liebe ich. Da ist offensichtlich der untere Sicherungsring, der die Kontaktplatte ja hier an Position halten soll, abgerutscht, weil verschlissen, ein bisschen verrostet. Die Bremsflüssigkeit ist ja verhältnismäßig aggressiv. Hier unten sitzt auch nochmal einer, der einfach die Stange an Position hält. Das ist alles ein bisschen locker, und wenn das vielleicht da drinnen immer so ein bisschen hin und her schwappern will, das ist eigentlich ein Fall zum Wegwerfen. Aber ich werde jetzt versuchen, die ganz, ganz vorsichtig zusammenzubiegen, dass die hier wieder straff drauf gehen. Das Messing könnte man theoretisch in Lötpunkt setzen. Es grenzt so ein bisschen an ein Wunder, dass ich diese kleinen Sicherungssplinte hier wieder drauf bekommen habe. Den einen unten drunter, den anderen oben drüber. Kann ich niemandem empfehlen, das nachzumachen. Natürlich habe ich vorher unten die Kontakte sauber gemacht.
Und jetzt könnte, also so wäre vielleicht die Normalposition, der kann ja nie ganz hoch, weil ja der Knüppel dagegen hält. Und wenn das jetzt der Schwimmerstand absinkt, liegt das unten auf, überbrückt die beiden Kontakte und dann kann praktisch die Kontrolllampe angehen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen Gefummel hier auch sauber machen. Richtig rum zusammenbauen, dass die Kontakte auf die Kontakte kommen. So. Und jetzt darf das nie auseinanderrutschen. Eins, zwei. Genau. Probieren. So. Bitte vorsichtig machen, dass der schwarze Gummi hier faltenfrei reinrutscht. Wenn die ein bisschen älter sind, ist das ein bisschen aufgequollen. Es reicht übrigens zu, weil die alten Behälter hier, also wenn das nur ein, wenn das zwei Behälter sind, da reicht das zu, wenn die Bremsflüssigkeit, wenn das Ding entfernt ist, zu knapp unterhalb der Oberkante von dem Blechstreifen steht. Wenn er mehr reinmacht, wird dann durch den Schwimmer zu viel hochgedrückt, ganz überlaufen. So. Kabel. In dem Fall ist egal, was wohin. Zeigt sich eben, dass das im Doch ein bisschen rausschwitzt und das alles ein bisschen aufquillt. Deswegen haben die neuen dann eine Kappe, die hier mit so einer Gummihaube übersehen ist, damit A keine Luftfeuchtigkeit eindringt und die Bremsflüssigkeit vorzeitig altern lässt. Noch dass es hier halt so. Ja, das schwitzt immer ein bisschen. Hier ist hier wieder ein bisschen Rost. Obwohl das damals eigentlich so rasant gestrahlt wurde, der Bereich. Beim Einfüllen kleckert es ein bisschen was schwitzt raus. Deswegen mache ich das gerne nicht so voll. Es ist ja hier mehr als ausreichend drin. Damit nicht zu viel hier den Lack beschädigt. Viele Nivas sind hier verrostet, weil das dann hier reinläuft. Und wenn unten die Anschlüsse abbrechen, dann ist ja oftmals auch hier drinne Bremsflüssigkeit, wenn dann die schwarze Original-Kupplungsflüssigkeit mal getauscht wurde. So ein bisschen im kritischen Bereich. Kontrolle. So, lustiger Vorführeffekt. Ich habe hier das Armaturenbrett ausgebaut, weil das eben gerade nicht ging. Hab hier vorne erst rumprobiert. Sah alles gut aus. Habe dann praktisch das Kabel, also hier kommt ja Spannung an, geht wieder weg, durchgemessen. Das ging alles. Und ich habe auch am Anfang hier eine Spannung gemessen. Auf jeden Fall hin und her, her und hin, Armaturenbrett ausgebaut. Ich dachte, jetzt ist während des Videodrehs vielleicht noch diese Glühleuchte kaputt gegangen, weil ich ja jetzt ein paar Tage so rumgefahren bin. Und sieht man sicherlich schlecht wegen Licht wieder. Sicherung. Die logischste Erklärung wäre, das ist die Spannungsversorgung für das KI, beim Ausbauen jetzt irgendwo entgegengekommen, Kurzschluss gemacht. Aber es ging ja vorher schon nie, bevor ich es ausgebaut habe. Sehr mysteriös, und das ist wieder mal so was typisches Lada Niva, mal schnell eben, ist nie. Jetzt aber finaler Test. Check Engine ist klar, Motor steht, Batterie ist klar, Lichtmaschine steht auch, Öldruck ist klar, Ölpumpe steht auch. Wunderbar. So, ein bisschen unerwarteter Ausgang. Wie die Sicherung durchbrennen konnte, ist mir nicht nachzuvollziehen. Vielleicht hätte man das Ausbauen sparen können. Aber ich hatte hier Spannung drauf. Ich habe die nämlich zusammengesteckt und habe dann mit der Spitze hier im Kabel gemessen, ob hier im Kabel die Spannung abfließt. Und das war auch so, weil das ist alles uralt hier, ne? 20, 25 Jahre. Da kann es auch mal zu Kontaktproblemen kommen oder hier beim An- und Abstecken ist Kabelbruch, das ist so ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung, was da jetzt war. Das ist manchmal so, das bleibt nicht aus. Die Mietz muss jetzt hier meinen Bauch kaschieren. Das zweite Video, weg ist er, vom Single Pointer. Es gibt übrigens auch eine zweite Katze, aber ich konnte es euch noch nicht zeigen. Die weiß genau, wenn es Futter gibt, und auch so eine schwarze mit ein bisschen weiß.
kommt immer dann hier unter die Autos, sitzt sie irgendwo, aber sehr, sehr schüchtern. Vor ein paar Tagen hier mit dem Heizungsgebläselüfter, jetzt die Sache da mit der Bremse, mit dem Vorratsbehälter, da sind noch ein paar mehr Baustellen. Der hat ja jetzt ein halbes Jahr stehen müssen, ne? Den musste ich ja im Sommer abmelden oder habe ihn abgemeldet, weil ich nicht weiter wusste und gibt es ein Video zu. Und jetzt habe ich ja den Motorrad fahren können, hatte den 1600er. Im Winter bei Schnee, Eis und Salz fährt man keinen Oldtimer oder keinen 1600er. Hatte ich das Rallye-Auto, war eh angemeldet, Rallye ausgefallen und jetzt habe ich den wieder zugelassen, da ich was zum Fahren habe. Einfaches Auto. Und nach so einer langen Standzeit, das tut den Autos nicht gut, das ist bekannt. Klar, das mögt das gar nicht. Die Inspektion mit der Bremse hatte ich ja gemacht, dann ist er problemlos angesprungen, ist auch sofort in Gasmodus gegangen, schon gestaunt, weil ja das Steuergerät vom Gas auch ohne Strom war, hat aber anscheinend die Programmierung behalten. Und dann tauchen eben so dann so ein paar Dinge auf. Er lief so ein bisschen mit leicht erhöhtem Leerlauf, hat auch straff Treibstoff gebraucht, da war ich ein bisschen erschrocken. Das hat sich gegeben, mehr oder weniger nach ungefähr einer Woche. Jeden Tag so 80 Kilometer. Und deswegen habe ich auch vor uns gesagt, ich staune, dass der Motor so ruhig läuft. Was da war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwas mit Gemischaufbereitung. Ich vermute mal, die Membran im Verdampfer, das ist so eine selbstregulierende Geschichte da. BRC Just funktioniert nicht. Was er jetzt noch hier auf Lager hat, wenn es mal regnet, Scheibenwischer, gibt es ja die Position aus und dann Intervall, wo der viermal wischt und dann macht er nur noch mit Pause und dann Dauerbetrieb. Und dann gelegentlich ist er der Meinung, ich mache dann einfach aus der Ausstellung Dauerbetrieb. Ist ein bisschen nervig, muss man dann warten, bis er unten ist, Zündung ausschalten, Zündung wieder einschalten, Kupplung kommen lassen, dass er wieder anspringt. Und dann geht er einmal und bleibt dann aus, bis er dann irgendwann sporadisch das wieder macht. Hat das Rallye-Auto auch das Problem, dass der Intervallstufe nicht geht. Scheibenwischrelais ist hier in den tiefsten Tiefen der Tiefen versteckt. Kann man ganz schlecht filmen, muss ich mal machen. Kann ich vielleicht zeigen am Diesel, da ist heller, weil viel gelb und noch nicht zugebaut. Das seht ihr vielleicht im Hintergrund, wahrscheinlich nicht, das wird das nächste Projekt sein. Hier werden schon ein paar Dinge auftauchen. Altes Auto wird nie jünger und rumstehen macht es auch nicht besser. Wo sind deine Freundin, deine neue? Und ich bin ja jetzt auch hier wieder im Namen des Herzogs unterwegs und mit dem Dominus wäre das nicht passiert. Ne? Hab zurzeit relativ viel Videomaterial auf Festplatte, gar keine, mal gucken, was die Konkurrenz so hat. Gar keine, Simonetti, keine Zeit, das alles zu schneiden. Und ich habe ein Video eigentlich vorgehabt, 14.3. war 7 Jahre YouTube. Das wollte ich dort zeigen. Ich kaue an dem Video seit dem ganzen Jahr. Es ist eigentlich nichts Besonders, also nichts Technisches, nicht guck mal hier kaputt und alles scheiße, sondern eigentlich was Schönes. Und aber das sind fremde Gesichter, fremde Nummernschilder, Kinder rennen da rum, alles so Dinge, die YouTube nicht so mag und die man vielleicht auch nicht so zeigt, weil man das nicht macht. Und da muss ich so ein bisschen schneiden und sehen, dass ich das irgendwie flüssig hinkriege, aber die Szenen weglasse, die man da nicht zeigen will. Und da sträube ich mich regelrecht davor. Das gibt es immer tausend Gründe. Da ist ja was hier am Auto zu machen. Und da kommen Haufen kleine Videos zwischendurch und das eine große liegt seit über einem Jahr auf Festplatte. Das ist immer, jetzt muss ich Katze füttern, gucken, was die andere macht. Vielleicht kann ich sie einfangen in diesem schwarzen Kasten, der sich GoPro nennt. Mietz. Und ihr wartet aufs nächste Video oder kümmert euch um eure eigenen Ladas. Bis dahin, macht's gut und diese Hinweise mit, ich soll doch irgendwelche affine Links oder irgendwie mit Sponsoring. Nee, also das bestimmt nicht. Ich werde mich nie verkaufen für den Konsum. Noch komme ich ganz gut ohne über die Runden. Macht's gut. Nur, wer kein Dominus hat, muss eine Katze haben, ne? Ich habe alles Böse. Immer die Gute, ne? Miezi, Miezi, du siehst ja ein bisschen aus wie eine alte Miez.